Frage kam auch eben auf, welche Kompetenzen sollen wir denen überhaupt beibringen? Und der DICOM EDU gibt darauf eine Antwort. Man kann sagen, es gibt auch tausend andere Antworten, aber das ist jetzt von der Europäischen Kommission, ist für mich als Beamtin, sage ich mal, schon handlungsleitend. Und das geht, glaube ich, als Orientierung auch für Sie. Also Sie sind ja angestellt des öffentlichen Dienstes. Insofern würde ich sagen, die Politik macht da ein Stück weit Vorgaben, jetzt nicht im Soll, nicht im Muss, aber im Soll-Format. Und da steht auch drin, unter der Förderung der Kompetenzen der Lernenden, folgender Satz: Die Lehrenden sollen also Aktivitäten integrieren, in denen Lernende digitale Medien nutzen, um Informationen und Ressourcen zu finden, zu organisieren, zu verarbeiten, zu analysieren und zu interpretieren und die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Informationen und ihrer Quellen kritisch zu bewerten. Da, wenn man sich die Debatten anguckt, geht das ganz schnell in zwei Richtungen. Einmal ist das natürlich so eine Art Basiskompetenz, hier Fake News zu identifizieren und wo man hofft, das würde vielleicht auch in der Schule schon gemacht. Und das Zweite ist aber, das ist eine hochgradige fachliche Methodenkompetenz, weil und das ist eigentlich auch in der Data Literacy Debatte so diskutiert worden, dass das in den Fächern passiert. Was bedeutet das für Historiker, ist was anderes als für andere Fächer, also Informatiker. Welche Fachzeitschriften sind zu nehmen? Wie kann man Daten analysieren? Welche sind davon gute Daten, schlechte Daten? In Anlehnung an eine berühmte Soap-Opera. Das ist zutiefst fachlich und keine Metakompetenz. Und das zeigt sich, finde ich, auch in den Beispielen, die wir da gesagt haben, weil das schließt an die nächste Frage an, ob das nur an höhere, das zeigt sich, Entschuldigung, an dem anderen Zettel, wo es darum ging, Lehrende haben andere Interessen als das, was wir jetzt hier aufgezählt haben, das glaube ich nicht. Also wenn ich mir einen Statistikunterricht angucke, und das war ja ein Beispiel, das du gebracht hast, Tobias, und da geht es darum, dass wir den Studierenden im Standardabweichung beigebracht haben, mithilfe so des Datensatzes, und dann sollen sie in der Prüfung mit ihren Fähigkeiten Varianz sich erschließen und erklären können. Das wäre eine Transferaufgabe, die, glaube ich, den Doppeltransfer darstellen würde. Dann ist das zutiefst im Interesse der Dozenten. Das wäre für mich, und da ist diese Grundlagenfrage vielleicht noch interessant, also die Standardabweichung und Varianz ist im Soziologiestudium, würde ich das durchaus als Grundlagen verstehen. Da kommt dann eher auf die Frage an, soll man Wissen wiedergeben oder anwenden können? Das ist dann eine Taxonomie-Niveau-Frage. Ja, die Frage von Tobias war zunächst mal, ist das nicht ein bisschen martialisch, aber ich dachte, Sie wachen davon auf. Und Thema ist jetzt wieder die Frage, was für Kompetenzen müssen wir denn eigentlich prüfen? Und da mache ich nochmal einen kleinen Umweg in die aktuelle Netzwerktheorie. Wir sind ja hier auch Aktor-Netzwerk, wir sind ja hier auch im akademischen Zusammenhang. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Und aus meiner Sicht, unserer Sicht leuchtet das nochmal von der anderen Seite. Also wer tötet eigentlich, wenn ein Mensch einen anderen erschießt? Der Mensch oder die Pistole? Der Mensch allein könnte den anderen nicht erschießen, die Pistole allein auch nicht. Also es ist die Verbindung aus Mensch und Pistole, und das, die diese Handlung realisiert. Und das mag man jetzt trivial finden, aber tatsächlich hat das weitgehende Implikationen, und die Alfred-Netzwerk-Theorie findet es daher, Akteur-Netzwerk-Theorie findet es daher präziser, von einem Akteur-Netzwerk zu besprechen, und zwar Mensch-Pistolen-Netzwerk, das auch eine andere Qualität hat als der Mensch alleine und auch als die Pistole alleine. Weil wenn man nämlich eine Waffe besitzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man niedriger, dass man sich versteckt, wenn man an einen Brecher kommt, als wenn man keine Waffe besitzt. Das heißt, dieses Netzwerk hat andere Eigenschaften als der Mensch oder die Pistole alleine. Warum erzähle ich das? Weil es darum geht, dass es nicht allein um die Frage geht, was der Mensch will, was der Mensch kann, was er gedacht hat. Also außer im Jura, im Rechtssystem natürlich, da geht es eindeutig der Mensch, der die Waffe bedient hat. Aber wenn es darum geht, zu beschreiben, was jemand in der Realität tut, sind das immer Kombinationen, Netzwerke aus menschlichen Akteuren und Technik. Technikakteuren, Aktanten nennt man die in der Akteur-Netzwerktheorie. Aus den Science and Technology Studien, die sich damit beschäftigen, wie funktioniert Wissenschaft, haben wir die Anregung bekommen, da auch mal genauer hinzuschauen.
Und das Konzept des Akteurs eben auch nochmal genau in den Blick zu gucken und nicht immer nur zu denken, das ist ein Kopf und der Rest wird wegabstrahiert. Was bedeutet das jetzt für Prüfungen? Wenn man sich vorstellt, das wäre eine konkrete Situation, in der ein Akteur, ein Mensch in der Arbeitswelt handeln müsste, die zum Beispiel beinhalten würde, dass jemand eine Hardware benutzt, eine Software und darin Daten analysiert, um bei dem Beispiel statistische Datensätze zu bleiben, dann arbeitet der in der echten Arbeitswelt halt auch noch mit einem anderen menschlichen Akteur zusammen. Dann geht es nicht darum, was der Mensch alleine kann, sondern dass dieser Mensch dieses Akteurnetzwerk zusammen zum Handeln bringt. Das bedeutet, wenn er alleine alles theoretisch weiß, hilft das noch nicht, wenn er es nicht schafft, Software, Hardware, Daten und andere menschliche Akteure zusammenzubringen. Und das bedeutet wiederum für die Prüfungssituation, wenn man dann alles wegabstrahiert und, sage ich mal, eine Multiple-Choice-Prüfung in einem Rechner macht, da hat man zwar noch einen Rechner, aber halt nichts, was aus der, also man kann dann eigentlich nicht sagen, dass diese Person ein Akteurnetzwerk initiieren und kompetent handeln kann. Das ist, und das grenzt natürlich wieder an unseren Kompetenzbegriff. Und ich finde, es erweitert das schon, weil in der Kompetenz geht es ja darum, dass man in einer Situation performt. Also dieser Performance-Aspekt ist ja gerade im Kompetenzbegriff so wichtig. Aber der spezifiziert halt nicht, was diese Situation ausmacht. Und da gefällt mir das sehr gut, was Tobias rausgearbeitet hat mit dieser drei Arten von, sag ich mal, Ressourcen, mit denen man handelt. Was bedeutet das, wenn wir es nicht schaffen, diese Realität, sage ich mal, in die Prüfung reinzuholen, sieht man hin. Ich denke auch eine Eingangsfrage war, was ist mit Gamification? Und ich denke, diese Frage kann man eigentlich anknüpfen jetzt eben an die Gedanken, die Miriam gerade ausgearbeitet hat, sehr gut beantworten. Vielleicht kurz, sehr vereinfacht gesagt, gibt es ja wie so zwei Hauptinterpretationen von Gamification. Das eine ist so ein bisschen eine Verhaltensverstärkung durch klassische operante Konditionierung, wo ich Badges gebe und wo ich so ein Level-Up-Feeling habe. Vielleicht kann ich dann quasi als Level-Boss eine besonders schwierige Aufgabe gestalten. Da bin ich sehr stolz, wenn ich die geschafft habe. Aber es gibt eben auch das Konzept der Serious Games. Und in den Serious Games geht es eigentlich darum, eben jetzt eine weltliche Komplexität auf das Wesentliche zu reduzieren und dann quasi als Spielwelt, die ich ohne Risiken frei explorieren kann, abzubilden. Und Sie sehen schon, das ist eigentlich fast deckungsgleich mit diesem Akteurnetzwerk-Gedanken. Und abgesehen davon auch Vygotsky, den ich eingangs erwähnt hatte, mit dem soziotechnischen Verständnis von Lernen oder die embodierte Robotik und so weiter. Diese Kerngedanken, die kehren da immer wieder. Und ich denke, die Systemtheorie oder früher sagte man Chaostheorie oder heute komplexe Systeme, das ist eine sehr erklärungsmächtige Grundlage, theoretische, um diese Systeme zu analysieren. Und da kann man jetzt sagen, und darauf werden wir jetzt eingehen, eben im werkzeugvermittelten Prüfen, was wir da eigentlich machen, ist nicht bloß eine Gamification im Sinne von Serious Games, sondern es ist quasi the real thing. Also der Grundgedanke ist, wir bringen wirklich die echten, authentischen Werkzeuge, die netterweise heute eben meist digitale Werkzeuge sind, direkt oder möglichst direkt in die Klausursituation rein. Also das ist quasi der Gedanke und hier könnte man dann sagen, jetzt bei diesem Comic, ja, das ist super, Sie können Tests so erfolgreich bearbeiten, weil die Tests, die haben sich eigentlich gar nicht wesentlich unterschieden von dem, was Sie bei uns an der Arbeit tun werden. Das ist quasi da
Der Grundgedanke wird häufig auch unter dem Stichwort authentisches Prüfen abgehandelt, wobei eigentlich unser Vorschlag ist, dass eben authentisches Prüfen nicht heißt, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel eine Medizinprüfung habe, einfach im Text beschrieben wird, in authentischer Weise ein Patient oder kommt zu ihm, sondern die Authentizität sollte sich insbesondere auf die Umsetzung des Akteurnetzwerkes mit den umgebenden Ressourcen beziehen. So, also aber gehen wir in die Praxis. Hier wieder so ein bisschen einfach der historische Blick, jetzt am Beispiel ETH Zürich. Da sehen Sie hier eben die fachspezifische Software. Das ist bei uns effektiv eigentlich fast seit Anbeginn gab es das auch. Und zwar waren es da insbesondere die Informatiker, die eigentlich von Beginn an eingestiegen sind. Und eben hier, wenn wir das SOMR-Modell uns anschauen, dann ist es da eben so, dass wir hier wirklich einen fundamentalen qualitativen Wandel in der Prüfung haben, weil wir eben sehr authentisch, sehr valide diese Akteurnetzwerke umsetzen können. Jetzt nochmals kurz der Exkurs, wie baut man das überhaupt technisch? Vielleicht für diejenigen, die da dann detaillierter interessiert sind in den Materialien, da ist ein technischer Report, welcher das detailliert beschreibt, wie wir das zum Beispiel an der ETH gebaut haben. Wir arbeiten hier auch mit SafeExam-Browser, zumindest bei den Windows-basierten Prüfungen mit Drittapplikationen. Wir haben auch Linux-basierte, da funktioniert das Setup anders. Und was jetzt hier passiert ist, auf dem physischen Rechner, an dem die Studierenden tatsächlich sitzen, da läuft ein SafeExam-Browser, der sperrt den physischen Rechner eigentlich komplett. Und der öffnet nur einen View-Client auf einen komplett virtualisierten Desktop-Rechner. Und dort läuft dann ein zweiter SafeExam-Browser, der riegelt diesen virtuellen Rechner wieder ab, gibt aber die Ressourcen frei, die ich eben freigeben möchte. Also das können nicht nur Software sein, das können auch PDF-Dateien zum Beispiel sein, jetzt für informationsvermittelte Prüfungen. Und dieser zweite SafeExam-Browser, der startet dann zusätzlich noch eben die Browser-Komponente, mit der ich dann auf das Moodle zugreife und im Moodle erfasse ich tatsächlich dann als Dozierender die Prüfungsaufgaben, beziehungsweise als Studierender beantworte ich die. Was da sehr beliebt ist, ist, dass man einfach eine Datei-Upload-Funktionalität verwendet. Man kann aber auch, wenn wir jetzt an die Statistikprüfung zum Beispiel denken, man kann das auch problemlos mit MC oder mit Kurzantwortaufgaben kombinieren. Weil was auch wichtig ist, der Kerngedanke bezieht sich weniger auf das Antwortformat als auf den Interaktionsraum, in welchem ich handle, eben das Akteurnetzwerk während der Prüfung. Genau, weshalb machen wir die Virtualisierung hier? Das hat praktische Gründe. Diese Setups, die sind immer ziemlich komplex und die muss man gut testen. Und wenn ich das auf den physischen Rechnern machen muss, das ist ein Albtraum. Das sage ich aus Erfahrung. Bei den virtuellen Rechnern kann ich das unabhängig von der Hardware-Infrastruktur machen. Also ich muss den Computerraum nicht räumen und reservieren. Ich kann das komplett virtuell machen. Und wenn ich da quasi die Mastercopy getestet habe und für gut befunden habe, dann kann ich mich darauf verlassen, dass wenn ich jetzt 600 Kopien mache, dass die wirklich sich identisch verhalten werden. Und das wird, wenn ich das mit physischen Rechnern mache, in der Theorie wäre das auch so, in der Praxis ist das einfach nicht so.
Der zweite Vorteil, auf diesem Rechner sind Ressourcen, die ich nicht erlauben möchte, gar nicht erst installiert. Und das macht auch die Absicherung viel, viel robuster, viel zuverlässiger und viel einfacher. Genau, dann ein paar Beispiele dazu. Ich denke, darüber haben wir schon viel gesprochen. In der Informatik, wie lerne ich? Ich programmiere neben anderem auch. Wie sieht die Fachpraxis aus? Dasselbe. Aber dann in der Prüfung, wenn ich das nicht digital tun kann oder wenn ich das ohne Programmierumgebung tue, dann mache ich etwas wie das hier. Das passt nicht zusammen. Und hier muss man vielleicht auch sagen, das Problem ist nicht eigentlich das Papier, sondern das Problem ist, dass das Papier zum Anachronismus geworden ist, als Element in einem Akteurnetzwerk. Wenn ich zum Beispiel die Analysis nehme, dann wird da auch heute noch viel auf Papier gearbeitet. Und wenn ich mir jetzt einen Mathematiker oder eine Physikerin vorstelle, die ein analytisches Problem lösen auf Papier, dann ist eben auch da das Akteurnetzwerk oder die denkende, also buchstäblich die denkende Einheit, besteht eben aus der Person, dem Papier und dem Stift. Und das ist wirklich ein Shift in der Perspektive, der nicht ganz einfach ist. Wir hatten gerade gestern einen Kommentar zum White Paper, an dem wir arbeiten. O-Ton, das ist doch völliger Nonsens, von denkenden Stiften zu sprechen. Nur darum geht es eben genau nicht. Also der Gedanke dieser Akteurnetzwerke ist eben nicht, dass wenn ich sage, Person, Stift und Papier ist die denkende Einheit, dass der Stift mitdenkt im Sinne von, wenn ich den Stift aus dem Netzwerk rausnehme, dann hat er immer noch irgendeine kognitive Eigenschaft, sondern es geht darum, dass eben das Gesamtsystem das Denkende ist und dass dieses Denken ist ein emergentes Phänomen. Also denken Sie zurück an den Vogelschwarm oder den Fischschwarm, wo eben das gesamte Meer ist wie die Summe der Teile. Und ich denke, das kann man sehr gut begründen. Einerseits, wenn ich jetzt der Mathematikerin oder dem Physiker das Papier wegnehme, dann können die nicht mehr die gleich komplexen Probleme lösen. Und die können entsprechend eigentlich sich auch nicht mehr in die gleichen Problemräume reindenken. Das geht ohne das Papier einfach nicht. Und umgekehrt kann ich auch sagen, ja, aber wenn ich jetzt annehmen würde, dass die Implikation von dieser Akteurnetzwerk-Überlegung ist, der Stift denkt mit, dann müsste das ja auch gelten, wenn ich sage, ja, wir denken mit dem Hirn. Also wenn wir jetzt, lassen wir Descartes mal außen vor und den Dualismus, dann wäre ja die Implikation davon, dass wir sagen, ja, das Hirn denkt bei Menschen, dass jedes Molekül im Hirn letztendlich auch Denkfähigkeit haben müsste. Und das ist, ich denke, das würde niemand sagen. Und sonst könnten wir das auf die Atome und so weiter runterbrechen. Also der entscheidende Gedanke hier ist wirklich, dass Denken und auch Lernen emergente Phänomene sind, die auf komplexen Systemen begründet sind. Und jetzt eben, dass man sagt, ja, aber dass wir quasi, was wir intuitiv immer machen, dass wir sagen, die Grenze des denkenden Systems, die ist irgendwie rund um das Gehirn, das ist eigentlich völlig künstlich. Sondern je nach Aufgabenstellung koppeln wir uns quasi mit unserer Umwelt oder über unseren Körper und erzeugen so dynamisch Akteurnetzwerke, die dann die Denkleistung erbringen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Genau deshalb, oder, können wir insbesondere bei werkzeugvermittelten Prüfungen davon ausgehen,
dass wir hier wirklich es mit einer Neubelegung zu tun haben, also etwas qualitativ fundamental anderes. Und was auch bedeutet, wenn wir das weglassen, dann haben wir ein Problem mit der Validität. Dann messen wir nicht mehr das, was wir eigentlich zu messen beanspruchen. Vielleicht das hier, das illustriert das einfach nochmals am Beispiel der Informatik, des Programmierens. Und das ist der Gedanke, dass man hier eigentlich eine dialektische Interaktion hat zwischen den Elementen im Akteur-Netzwerk. Das heißt, ich als Studierender, ich schreibe Code, ich sage dann, kompilier mir das bitte. Das geht dann hier zum Compiler. Der Compiler, oder anders als jetzt Papier und Stift, der ist selbst zu einem gewissen Grad ein Akteur. Also das ist nicht mehr einfach passiv wie Papier und Stift. Und der gibt mir dann dynamisch Feedback, auf das ich reagiere und mein weiteres Handeln anpasse. Und das Gesamtsystem wird nun eben Verhalten zeigen, welches der Student oder die Studentin allein nicht zeigen würde. So, um das etwas pragmatischer zu machen, einfach ein paar Prüfungsbeispiele jetzt von der ETH. Sehr beliebt sind bei uns Prüfungen mit RStudio, auch zum Beispiel Prüfungen in Python, zum Beispiel in der Statistik. Und da werden dann effektiv statistische Datensätze in der Regel ausgewertet. In gewissen Prüfungen wird das dann kombiniert mit Multiple-Choice-Antwortformaten oder mit numerischen Kurzantwort-Antwortformaten. Das heißt, das wird alles automatisch ausgewertet und der Korrekturaufwand ist eigentlich null für die Dozierenden. Also das ist auch ganz spannend, weil bei den Eingangsfragen war das ja mit dabei. Was ist das Anliegen der Examinatoren zu digitalen Prüfungen? Ja, Effizienzsteigerung. Vom Anliegen her befindet man sich da, Moment, im SAMR, ich kann das einfach nicht aussprechen, eigentlich hier bei der Übersetzung. Aber das Spannende ist jetzt quasi diese Effizienzgewinne, die sind durchaus auch kombinierbar mit dem hier oben. Gerade in der Informatik, das ist jetzt nicht dieses Beispiel, ich komme gleich dazu. Anderes Beispiel ist diese Mikroskopieprüfung. Also ich kann dieses Setup mit der Absicherung mit SafeXM-Browser, kann ich auch nutzen, um wirklich physische Werkzeuge, welche ich über USB-Schnittstellen mit dem Computer verbinden kann, in die Prüfungssituation zu integrieren, wie hier jetzt das Beispiel einer Mikroskopieprüfung in einer Veranstaltung zu Pflanzenpathologie. Hier muss man einschränkend sagen, das ist natürlich sehr aufwendig, das ist nicht einfach skalierbar, weil man natürlich die Mikroskope benötigt, man benötigt die Präparate und so weiter. Aber ich denke, das ist konzeptionell sehr interessant, weil es aufzeigt, wie man wirklich durch diese Technologien und durch diese Konzepte die Fachpraxis in die Klausur quasi bringen kann. Ein anderes Beispiel sind Simulationen. Hier haben wir ein virtuelles Herbarium. Das Herbarium wurde ursprünglich entwickelt, um die Bestimmung von Pflanzen lernen zu können. Und da sehen sich, ich weiß nicht, wie viele hundert oder tausend Pflanzenarten in der Schweiz, komplett durchstandardisiert dokumentiert. Und das ersetzt quasi dann in der Prüfung den Gang in die Natur und das ergibt sogar in gewissem Sinne mehr Freiheitsgrade, weil ich hier natürlich Pflanzenarten prüfen kann, die an völlig unterschiedlichen Standorten zum Beispiel leben. Dann, genau das ist das andere Informatikbeispiel und das Spannende hier ist der Code-Judge. Also gerade in der Informatik, aber auch in der Numerik zum Beispiel,
Da muss ich nicht zwingend einfach auf eine numerische Kurzantwortaufgabe zurückgreifen, wenn ich automatisiert bewerten kann, sondern ich kann auch Testfälle definieren. Und die Testfälle, da spezifiziert man, wenn dieser Input, dann dieser Output, da kann man auch Randbedingungen spezifizieren, zum Beispiel, wie soll das Laufzeitverhalten sein, wie effizient ist das. Und das heißt, das ermöglicht auch eine automatisierte Korrektur, aber auf qualitativ bereits sehr differenziertem inhaltlichen Niveau. Was Sie hier auch sehen, diese Prüfung zum Beispiel, die geht 2x6 Stunden. Das ist wirklich das Extrembeispiel. Aber was wichtig ist, und das gilt für alle diese Prüfungen, es benötigt mehr Zeit, mehr Prüfungszeit. Und das ist der Komplexität geschuldet. Also das kann man sich so vorstellen, es ist ein Ding, oder etwas zu denken, und es ist etwas völlig anderes, dann in einem real existierenden Akteurnetzwerk das auch tatsächlich zu realisieren. Und das benötigt mehr Zeit. Und das ist etwas, was wir in der Praxis wieder und wieder und wieder sehen. Und was wir aber auch in Studien, experimentellen Studien, aber auch in der Auswertung der Prüfungsevaluation, von welcher ich Daten gezeigt habe, immer wieder sehen. Und so als Faustregel kann man sagen, man muss sicher 50% Prüfungszeit draufschlagen im Vergleich zu einer Prüfung, bevor die Ressourcen vermittelt waren. Genau, kurz ein Exkurs in die Empirie. Das ist eine Experimentalstudie zu Informatikprüfungen, welche ich durchgeführt habe. Wichtig ist hier einfach, hier haben wir eine Lernaktivität, hier die Prüfung bzw. der Test. Und da hat die eine Gruppe ein Tutorial durchlaufen mit einer voll funktionierenden Programmierumgebung. Und hier wurde das identische Tutorial durchlaufen. Einfach, wir hatten den Compiler deaktiviert in der Programmierumgebung. Also die konnten im Wesentlichen einfach den Code der Beispielaufgaben lesen, aber die konnten nichts damit tun. Und im Test hatten wir dann genau dasselbe gemacht. Also hier konnte wirklich kompiliert werden, bearbeitet werden. Und hier konnte man das nicht tun, aber die Aufgaben, die gelöst werden mussten, die waren dieselben. Und am Ende wurde dann jede Aufgabe auf zwei Arten bewertet. Einmal eben mit so einem Code-Judge, welcher dann wirklich den Code kompiliert und dann gegen Testfälle überprüft. Und einmal manuell, wo die Assistierenden des Kurses einfach geschaut haben, wie gut stimmt der Lösungsansatz konzeptionell, ohne dass das jetzt syntaktisch genau stimmen müsste. Und das Spannende sind hier die Ergebnisse. Hier haben wir die manuellen Korrekturen, hier haben wir die Autokorrekturen, hier haben wir die manuellen konzeptfokussierten Korrekturen. Und dann haben wir hier, also das ist die Prüfung mit Compiler, das ist die Prüfung ohne Compiler. Und jeweils links, das sind die Studierenden, die mit Compiler lernen konnten, und hier die Studierenden, die ohne Compiler lernen mussten. Und jetzt hat es hier sehr viele Muster drin, und die sind effektiv robust und signifikant. Welche eben sehr typisch sind für diese Arten von Prüfungen. Erstens, wir sehen Autokorrekturen versus konzeptorientierte Korrekturen, das ist natürlich viel strenger, weil hier kriege ich keine Punkte, wenn die Lösung konzeptionell zwar richtig ist, aber sie kompiliert nicht. Also das kann ein Komma an der falschen Stelle sein und alles ist futsch. Hier sind die Leistungen viel höher. Und wenn ich jetzt an das Akteur-Netzwerk denke, dann ist es eben so,
und das sind diese Compliances and Constraints, Affordances and Constraints, von denen ich eingangs gesprochen hatte. Wenn ich mich in einem Akteurnetzwerk bewege, dann muss ich mich immer an die Randbedingungen anpassen, damit das überhaupt funktioniert. Und das können wir uns vorstellen quasi als Koordinationskompetenz. Und ohne die geht gar nichts. Und deshalb ist das viel anspruchsvoller. Deshalb benötigen diese Aufgaben auch viel mehr Zeit, wie ich erwähnt hatte. Dann sehen wir hier, wir sehen über alle Aufgaben, hier ist das zwar nicht signifikant, die Studierenden, die mit Compiler, also im Akteurnetzwerk, lernen konnten, die haben durchs Band in allen Bedingungen die besseren Leistungen. Umgekehrt, und das ist jetzt sehr spannend, wenn wir die konzeptionellen Bewertungen anschauen, dann ist es aber so, die sind besser in der Prüfung, wo ich nicht im Akteurnetzwerk handeln musste. Das ist ziemlich kontraintuitiv. Und der Grund ist nun eben genau das, da ich mich nicht koordinieren muss mit dem Akteurnetzwerk, habe ich quasi Ressourcen frei, um mich auf die konzeptionelle Lösung zu orientieren. Deshalb sind hier, oder in derselben Zeit, die Studierenden hatten hier pro Aufgabe 10 Minuten, also das ist sehr beschränkt, sind die Leistungen höher. Hier bei den Autokorrekturen, wo quasi wirklich der Output, den man mit dem Akteurnetzwerk realisieren kann, angeschaut wird, ist jetzt dieses Muster genau umgekehrt. Das heißt, hier ist die ökologisch valide Leistung ist natürlich höher dort, wo das Akteurnetzwerk realisiert ist. Und was wir daraus schließen können, ist, dass es tatsächlich wie zwei Teilkompetenzen gibt für Handeln in Akteurnetzwerken, nämlich einerseits quasi das internalisierte konzeptionelle Verständnis. Das ist das, was wir hier sehen, und andererseits quasi diese Koordinationskompetenz. Und die Koordinationskompetenz, die scheint, weil diejenigen, welche im Netzwerk gelernt haben, die haben ja die höheren konzeptionellen Leistungen auch. Also diese Koordinationsfähigkeit ist Grundlage für den Erwerb des konzeptionellen Verständnisses. Und hier sind wir dann wieder bei Vygotskys soziotechnischem Verständnis von Lernen, der da besagt, dass quasi alles konzeptionelle Verständnis, das wir haben, auch abstraktes Verständnis, geht letztendlich eben auf Erfahrungen in der Welt, Interaktionen in der Welt zurück. Also wir können uns vorstellen, dass Konzeptverständnis wie eine internalisierte Abbildung ist von Handlungen, die wir ursprünglich in einem realisierten Akteurnetzwerk durchgeführt haben. Und das ist hier illustriert, eben diese Idee, wir haben quasi die Koordinationskompetenz und dann das Konzeptverständnis. Und erst die Interaktion der beiden ergibt dann eben die Fachkompetenz. Und das ist ein sehr wichtiger Grundgedanke, weil es eben aufzeigt, dass die Diskussion von jetzt Informationskompetenz zum Beispiel oder auch eben von Softwarekompetenz als überfachliche Kompetenzen oder als berufspraktische Kompetenzen, das ist zu kurz gedacht. Sondern wir können das auch so verstehen, dass all diese Dinge, welche wir üblicherweise als überfachliche Kompetenzen verstehen, zunächst mal zutiefst fachliche Kompetenzen sind. Und dass das Überfachliche eigentlich dann erst aus der Generalisierung der zugrunde liegenden fachlichen Tätigkeit und daraus entstehenden fachlichen Kompetenz entsteht. Um das vielleicht etwas zu veranschaulichen, ein Informatik-Professor hat das mal sehr schön ausgedrückt. Der führt seit Jahren seine Informatikprüfungen am Computer durch und vielleicht auch an der ETH. Die ETH hat nicht das Selbstverständnis, dass man berufspraktisch ausbildet, sondern
da geht es um die Theorie und um das Konzeptverständnis, und das haben auch unsere Profs sehr, sehr stark verinnerlicht. Und da ging, der hatte ein Sabbatical, da hat jemand anders die Prüfung übernommen, diese Person wollte nicht, wollte auf Papier durchführen. Und jedenfalls, als er zurückkam, ging das dann unter, dass man das zurückwechselt, und für einen Moment mussten wir ihm sagen, ja, wir können nicht versprechen, dass wir das auf am Computer durchführen können, weil die Planung war schon vorangeschritten und die Raumkapazitäten knapp. Und der ist fast verzweifelt in dem Moment. Und was er sagte, ist, das geht gar nicht. Oder das geht gar nicht in dem Fach, was ich vermittle, die Kompetenzen auf Papier zu erheben. Und das ist eigentlich jetzt aus dem Alltagserleben heraus genau dieser Gedanke ausgedrückt. Beziehungsweise, wenn wir jetzt hier, die Linsen sollen die Prüfungen darstellen, wenn wir uns das anschauen, dann scheint es eben so zu sein, dass wir, wenn wir eben nicht ressourcenvermittelt prüfen, dann ist das sehr gut geeignet, um das Konzeptverständnis zu prüfen. In gewissen Situationen scheint das sogar besser geeignet zu sein, Konzeptverständnis zu prüfen, insbesondere, und das ist jetzt das Spannende, wenn wir Doppeltransferaufgaben verwenden. Also bei Doppeltransferaufgaben, wenn wir jetzt die Informatik nehmen, kann es Sinn machen, die Studierenden eben nicht programmieren zu lassen, sondern einfach zu sagen, schauen Sie sich das an, entwerfen Sie mal eine konzeptionelle Lösung. Das kann besser funktionieren. Um aber die tatsächliche Fachkompetenz und das durchaus im theoretisch abstrakten Sinne auch erheben zu können, kommen wir nicht umhin, das Akteurnetzwerk wirklich zu realisieren. Jetzt vielleicht noch kurz, diese Befunde konnte ich dann effektiv auch in einer anderen Studie unabhängig replizieren. Und da habe ich effektiv eine tatsächliche Prüfung angeschaut, die glücklicherweise aus drei Teilprüfungen bestand, nämlich eben einem Programmierteil am Computer, einem konzeptionellen Papierteil und drittens einem MC-Teil am Computer. Und das Spannende war jetzt hier, ich habe dann eine Faktoranalyse durchgeführt unter eben der Annahme, dass ich diese zwei Kompetenzen habe, die konzeptuelle Kompetenz und die Koordinationskompetenz. Und dass die Leistung in der Papierprüfung zum Beispiel, die widerspiegelt die konzeptionelle Kompetenz, die Leistung in der Programmierprüfung aber, die widerspiegelt eben nicht einfach die Koordinationskompetenz, sondern die Interaktion der Koordinations- und konzeptionellen Kompetenz. Und wenn man das dann durchrechnet, dann findet man effektiv genau diese zwei Faktoren, welche wir als Konzept und als Koordinationskompetenz interpretieren können. Wir sehen hier sehr schön, oder, die Konzeptkompetenz. Das sind der Papier- und der Multiple-Choice-Teil, die korrelieren sehr stark damit. Beziehungsweise hier legt SPSS die Konzeptkompetenz eigentlich genau auf den Papierteil der Prüfung. Und das korreliert aber nur sehr schwach mit der Koordinationskompetenz. Und bei der computerbasierten Prüfung sehen wir, die schlägt bei beiden an. Also wieder quasi das Validitätsargument, wenn wir wirklich die Gesamtkompetenz erheben möchten, und die besteht eben aus beiden, dann müssen wir das Akteurnetzwerk realisieren. Und ich denke, der zweite Gedanke ist auch eben die Lerndienlichkeit. Wenn wir auch möchten, die Prüfung, die wir machen, beeinflusst ja immer, wie die Studierenden sich vorbereiten. Und die Hoffnung ist, dass wir die Prüfung so gestalten, dass das Vorbereiten auch etwas bringt. Also dass wir nicht bulimisches Lernen haben. Und das sehen wir jetzt hier eben auch wieder. Das ist dieselbe Grafik wie zuvor für die werkzeugvermittelten Prüfungen. Also wenn wir die jetzt Closed Book
nehmen und vergleichen mit Papierprüfungen und vergleichen mit Computerprüfungen ohne Werkzeuge, dann sehen wir auch hier wieder, wie das Memorisieren, das verschwindet nahezu vollständig. Und eben das anwendungsorientierte Lernen, das heißt das Lernen in den Akteurnetzwerken, das nimmt enorm zu im Vergleich zu den anderen Prüfungen. Genau, hier nur kurz kann man dann auch, wenn man jetzt die Studie in der Prüfung, wenn man das kombiniert, sieht man, dass das tatsächlich stimmt. Hier war die Frage, auf welchen Teil der Prüfung haben Sie den Fokus gelegt in der Vorbereitung? Und da sieht man, wenn man schaut, inwiefern die Studierenden da gesagt haben, ja, der Programmierteil, dann korreliert das einerseits mit allen Prüfungsteilen und insbesondere korreliert es stärker, als wenn man auf den Papier- oder den MC-Teil fokussiert war. Und dasselbe gilt für die extrahierten Faktoren. Also mit anderen Worten, sich auf den Programmierteil vorzubereiten, ist auch die beste Vorbereitung für den Papier- oder den MC-Teil. Und ich denke, das ist mindestens so wichtig wie die Beobachtung zur Validität. Das heißt eben, mit diesen ressourcenreichen Prüfungen können wir auch das Lernen der Studierenden erheblich verbessern. Und was wir in der Praxis sehen, ist, dass sich über die Semester hier eigentlich, das hat Rückwirkungen bis in die Unterrichtsgestaltung dann der Dozierenden, weil die Studierenden natürlich dann auch sagen, hey, aber das ist viel zu theoretisch zum Beispiel in der Vorbereitung, das muss praktischer werden, jetzt wieder im Sinne von eingebettet in diese Akteurnetzwerke, weil sonst sind wir gar nicht adäquat vorbereitet auf die Prüfungen. Und da wiederum sehen wir, wenn wir diese Veränderungen eben haben während des Semesters, dann wird auch besser gelernt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was sind Vorteile? Ich würde sagen, Validität und Lerndienlichkeit haben wir ganz klare Vorteile. Es ist viel fachnäher. Das fördert auch die Akzeptanz bei den Studierenden. Ich denke insbesondere auch die Akzeptanz, wenn man wirklich viel Zeit und Schweiß und Nerven investieren muss in die Prüfungsvorbereitung. Das ist etwas anderes, wenn ich spüre, oder dass mir das wirklich etwas bringt, was ich lerne, wie wenn ich jetzt einfach auswendig lernen muss bis zum Umfallen. Und was ich auch finde, ist ein großer Vorteil, ist eben diese Kombinierbarkeit eigentlich mit allen herkömmlichen Aufgabenformaten. Und die Herausforderungen sind ganz klar die Komplexität und der Zeitaufwand. Und damit meine ich jetzt in der Prüfung selbst. Also ich bin Student, sitze in der Prüfung und also 60 Minuten Prüfungen, das kann man sich abschminken in der Regel mit diesen Setups. Und der Schwierigkeitsgrad. Also das ist anders wie jetzt beim Doppeltransfer. Quasi diese mit Werkzeugen realisierten Prüfungen. Das ist immer eine Phase, die mehrere Semester benötigt für die Examinatoren, um da quasi den richtigen Schwierigkeitsgrad zu finden. Und ich empfehle eigentlich auch immer, dass man deshalb kombinieren sollte. Also es ist sehr selten sinnvoll, nur eben solche Akteurnetzwerk-realisierte Aufgaben zu machen, sondern es bringt viel, wenn man auch eben Aufgaben klassisch ohne Ressourcen hat, wo man quasi auf das Konzeptionelle fokussiert. Ja, das kurz zur Absicherung. Das ist viel einfacher, als es aussieht. Wir arbeiten in diesen Prüfungen mit professioneller Software. Und professionelle Software ist sehr mächtig. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man technische Absicherungen zu umgehen versuchen kann. Wir haben das über die Jahre, denke ich, sehr gut im Griff. Es ist auch in SafeXam Browser selbst zum Beispiel, also in der Technologie, steht sehr viel Know-how diesbezüglich. Eine hundertprozentige Absicherung kriegt man nie hin. Und worum es mir hier geht, ist, das ist auch überhaupt nicht notwendig,
sondern der Benchmark sollte sein, dass quasi der Ausbruch oder aus der Klausursituation über den Prüfungsrechner sollte einfach gleich schwierig oder schwieriger sein wie der Ausbruch aus der Klausursituation mit herkömmlichen Methoden wie Spickzettel, Handy, Nachrichten, welche unter dem WC-Papier ausgetauscht werden und ich weiß nicht was. Also der sinnvolle Benchmark für die Absicherung kann nicht eine hundertprozentige Sicherheit sein, sondern es sollte eben eine vernünftige Sicherheit sein und der Benchmark da sind einfach wie bei Papierprüfungen herkömmliche Betrugsversuche. Jetzt vielleicht noch kurz, bevor wir zur Q&A gehen, aus betrieblicher Sicht, was sind da so die meiner Meinung nach die wichtigsten Vorteile und Herausforderungen? Was ein Riesenvorteil ist, meiner Meinung nach, ist, es ist ein sehr einfaches und eingängiges Konzept, auch wenn wir das jetzt doch eher maximal komplex eingeführt haben in diesem Vortrag. Aber auch da finde ich die Informatik super. Wenn man sehen will, ob jemand die Informatik verstanden hat oder die Konzepte, dann ist der beste Ansatz, die Leute das auch in konkreten Problemlösungen anwenden zu lassen und Programme oder zumindest Algorithmen zu programmieren. Das kann man aber zum Beispiel auch übertragen in der Medizin. Da hat man die OSCIS, das sind diese Stafettenprüfungen, wo die in der Regel im Staatsexamen, wo die angehenden Mediziner dann Schauspieler quasi, welche gewisse Krankheiten vorspielen, diagnostizieren müssen oder medizinische Puppen und so weiter. Man kann das eigentlich auf beliebige Aufgaben verallgemeinern. Dann ist auch die technologische Lösung, das erfordert einen sehr großen initialen Aufwand, auch um überhaupt mal die Betriebsstrukturen zu haben, die Technologie und die Leute, die das betreiben können. Aber wenn das mal steht, ist das enorm mächtig. Also wenn ich quasi die Mechanismen habe, um eben eine beliebige Software dann einfach in meine abgesicherte Prüfungsumgebung zu integrieren, dann kann ich jede beliebige Software, die es gibt, im Grundsatz kann ich in meinen Prüfungskontext integrieren. Und das ist unglaublich mächtig und da kann man auch sehr kreativ werden. Und das Letzte ist eben dieses Argument der Lernwirksamkeit. Prüfungen bestimmen einfach sehr stark, wie Studierende lernen. Das wird auch als das versteckte Curriculum häufig diskutiert. Das bedeutet auch, dass quasi jeder Euro, den wir in die Prüfungen investieren, können wir uns erhoffen, dass das sehr hochwirksame, im Guten wie im Schlechten muss man auch sagen, Auswirkungen auf das studentische Lernen haben wird. Und wir sehen das auch in der Praxis, wie zum Teil finden jetzt unsere Dozierenden den Zugang zum E-Learning zum Beispiel oder zur Bildungstechnologie über die digitalen Prüfungen effektiv. Also das wird wie verkehrt herum, nur in Anführungszeichen aufgezogen. Und tatsächlich ist es ja zum Beispiel auch beim Constructive Alignment so wie das Konzept eigentlich gemeint ist, spezifiziert man auch zuerst die Prüfung und erst am Schluss die Lernaktivitäten. Genau, kostengünstig ist das Ganze nicht.